Willkommen zu Hamster Playground. Alter, mit den Augen sehen die hier auf dem Bild eher aus wie Aliens als Hamster, oder? Findet ihr nicht auch irgendwie schon? Leute, dieses Spiel ist kostenlos, gratis für Steam im Early Access. Sei denn, ihr seid vielleicht ein paar Jahre zu spät auf dieses Video gekommen, aber aktuell, wo ich das aufnehme, auf jeden Fall noch und wird auch bestimmt noch so beibehalten. Witzig ist, ich bin durch eine Nintendo Direct auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Im September 2021 gab es eine Direct. Es wurden da vorgestellt Kirby und das vergessene Land. Ich glaube, News zu Splatoon 3 und zu Mario-Film. Und ich schreibe mir immer in mein Word-Dokument so ein paar Spiele, die ich in so einer Direct sehe, die vielleicht mal irgendwann interessant sein könnten. Ist eine lange Liste. Da ist zum Beispiel Chocobo Grand Prix gewesen, was ich dann ja auch einen letzten Test zugemacht habe. Aber da war auch ein Spiel namens Hamster Maze, also Labyrinth, von WeeDig Games. Ich glaube sogar derselbe Titelbildschirm. Und das habe ich mir zum Spaß mal aufgeschrieben, so. Und als ich später schaute, ich gucke immer mal, was wurde aus den Spielen, habe lange nichts mehr gehört, habe ich geschaut und denke mir so, Hamster Maze, ich google das, es ist nichts zu finden. Ich suche auf Nintendo-Kanälen danach und so weiter. Diese ganzen Videos, diese Trailer von Hamster Maze sind privat genommen worden. Also es gibt schon ein Handy-Game mit einer, weiß ich nicht, 2% Wertung, sieht wirklich grauenhaft aus. Und auf YouTube findet man auch nur diese ganzen Real-Life-Videos, wo die Kinder ihre Hamster quälen. Das will keiner sehen. In Wirklichkeit wurde das Spiel umbenannt. Und statt für Nintendo, Xbox, PlayStation ist es bisher doch wieder nur geplant für Steam. Aber wie gesagt, auch von WeeDig Games und es ist dasselbe Game, das weiterentwickelt wurde, weil es eben nicht nur um das Labyrinth laufen geht, sondern um das Ganze drumherum. Damit ihr mehr als nur Standbild seht, machen wir mal weiter und schauen uns das an. Ich habe kurz mal reingeschnuppert, um zu gucken. Ne? Ich habe tatsächlich sogar nicht ausgeschlossen, dass wir ein Spaß-Let's Play draus machen, aber es wird vernünftiger sein, doch nur ein Let's Test. Early Access, pass auf. Folgende Dinge werden sich ändern. Spielökonomie. Hier wird sich noch viel ändern. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Es gibt Verbindungsprobleme beim Online-Multiplayer, lokaler Multiplayer. Einige Spielmodi fehlen noch. Alle in der Early Access gekauften Gegenstände sind am Account gebunden, werden in die finale Version des Spiels übertragen. Okay. Einen genauen Entwicklungsplan kannst du auf Steam einsehen. Schau es dir an, damit du weißt, was als nächstes geplant ist. Hier. Nicht zu Hause nachmachen. Das lese ich mal ausgiebig vor. Hamster Playground ist ein Videospiel. Es soll lustig, unterhaltsam und unrealistisch sein. Die im Spiel gezeigten Hamster sind rein fiktiv und wir haben sie absichtlich cartoonhaft und komisch gestaltet. Deutsche Besetzer vermutlich. Wenn du einen Hamster hast, bitten wir dich dringend, Verhalten, das du im Spiel siehst, nicht nachzuahmen, um dein Tier nicht zu schaden. Bitte kümmere dich um die Bedürfnisse deines Hamsters und halte dich an offizielle Empfehlungen. Geh immer zum Tierarzt, wenn du das Gefühl hast, dass mit deinem Tier was nicht stimmt. Random Sätze, damit wir ein besseres Gefühl haben. So. True, es hat nicht viel mit der Realität zu tun. Haus 1, ich weiß nicht, nehm Haus 2. Spielen. Das sind quasi die Spielstände. Spielanleitung. Klicke auf Hamster oder deren Karten, um sie auszuwählen. Es hat ein bisschen was von Sims. Benutze die Pfeiltasten WSAD oder klick auf den Boden und halte die Maustaste gedrückt, um dich zu bewegen. Kümmere dich um Hamster, sie müssen fressen, trinken, spielen, schlafen, sich putzen und zur Toilette. Halte ein beliebiges Symbol auf den... Oh mein Gott, ist laut. Sekunde. So, für euch kein Unterschied, die Musik ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger, hat mir gerade die Ohren weggefetzt. So, wähle ein Hamster und klicke ein Gerät, um zu sagen, dass es nutzen soll. Du kannst den Hamster trainieren, um stärker, geschickter, intelligenter oder entschlossener zu machen. Klicke die Maustaste so schnell wie möglich um. Ja, das sind diese ganzen Minigames. Wir werden ja sehen, erstmal, ne? Oh, es gibt sogar ein DLC. Ist Early Access? Das Spiel existiert quasi noch nicht, aber es gibt schon ein DLC. Gut. Außerdem ist Halloween schon lang vorbei. Gut. Wir haben hier diese, also grafisch ist es voll in Ordnung, hätte ich gesagt. Ist jetzt natürlich kein... Also ist es nicht hässlich, nö. Ist okay, die Texturen so. Passabel für so ein Casual-Game. Vor allem gratis. Wir müssen hier ein Hamster... Seht ihr meine Maus überhaupt? Oh mein Gott, ich werde euch die Maus nochmal anmachen. So, besser ist. Na, normalerweise habe ich die ja aus. Ist halt ein PC-Game, ne? Verrückt. Wir müssen uns einen Hamster kaufen, oder nicht? Hier, plus, genau. Da haben wir die Auswahl im Zooladen, hoffentlich nach 19 Uhr. Man soll die ja nicht mittags kaufen. Wobei, als Kind, ne, hat man da nicht so ganz drauf geachtet. Was haben wir denn hier ausgeglichen? Ah, ist ja dunkel. Ist das ein Grafikfehler? Schlafmütze. Das sieht ein bisschen wie Pizza aus. Wir erinnern uns. Sauberkeitsfanatiker. Verspielt. Aber die sehen alle so langweilig aus. Nehmen wir einen Cremefarben? Sauberkeit, ist sogar eine Feinschmecker.
Ich nehme jetzt mal den, kostet nur 20 Münzen, wir haben 500. Okay, die Bilder sind irgendwie knuffig. Peppels? Nee. Oh, ich weiß auch nicht. Dann heißt du, wer bist du? Das ist ein Teddyhamster? Der Don. Du hast die Familie verraten. Das ist der Don. Und der ist hier der Chef. Also sieht schon cool aus, natürlich überflüssig zu erwähnen, ne? Fantasy. Hamster brauchen ein bisschen wie Meerschweinchen so Rückzugsorte. Ja, was machen wir denn jetzt? Hier sind die... Ja, deswegen meine ich wie bei Sims. Er hat Hunger, komm mit. Okay, du kannst irgendwo hintippen, dann geht er hin. Einfach mit Linksklick. Hier, das sieht aus wie eine Bar. Dann gönn dir mal, ne? Guten Appetize. Willst du das haben? Du, hier unten wird doch... Okay. Kann man natürlich auch so machen. Ganz klar. Ist aber auch unrealistisch, weil Hamster essen nie irgendwie da, wo es Futter gibt. Die stopfen sich das in ihre Backen. Man könnte sagen, sie hamstern und bringen es in ihre Schlafhütte und essen es da in aller Herrgottsruhe. Was hat er jetzt? Durst? Guck mal, da kann man auch was machen, ne? Sieht ein bisschen ranzig aus, aber ich glaube, man kann später neue kaufen, die besser aussehen. Deswegen sieht das alles noch so nicht gut aus. So, da geht der Balken für den Durst hoch. Was ist das denn? Wäsche? Pass auf. Das ist Klo. Okay, dann geh erst nochmal ganz kurz. Macht bei Sims immer Sinn, erst aufs Klo zu gehen und dann zu duschen. Andersrum wirst du wieder dreckig. Das ist auch kein Hamster-Klo. Ne, also, sorry, wenn ich den Klugscheißer raushängen lassen muss, aber Hamster, da empfiehlt sich immer so eine Porzellanschüssel mit Chinchilla-Sand drinne. Noch nicht ausruhen? Geh baden und tschüss, Mann! Ja. Ja. Er hat nicht wieder zugemacht, wir können ihm zugucken. Er ist ja ganz nackt. Der Don. Sehr gut, was ist das? Spielen? Wie spielt man denn? Und schlafen. Wie spielen wir denn? Guck mal, jeden Raum. Man kann hier noch irgendwas machen. Da, hier ist nur Essen und Trinken bislang. Ist das hier Spielen? Ja, sieht man. So, Tunnelsysteme sind eigentlich gar nicht so gut für Hamster. Was für Hamster immer gut ist und was hier eindeutig fehlt... Jetzt mal im Ernst, die wichtigste Botschaft von allen ist nicht, dass Hamster so spielen wollen, sondern die brauchen Einstreu ohne Ende. Wenn ich der Entwickler wäre, würde ich mir vielleicht Gedanken machen, tatsächlich, ne, sorry, wenn ich so spießig gerade bin, aber wer selbst einen Hamster hat, weiß, wie wichtig das ist. Normalerweise, früher haben wir auch nur so einen Zentimeter hoch gemacht, normalerweise brauchen die einen Meter hoch, den Einstreu. Na gut, aber schon 20 Zentimeter sollten es sein, mindestens, damit die graben können ohne Ende. Früher dachte man, diese Tunnelsysteme ersetzen diese natürlichen Tunnelbauten aus der Wildnis, ist aber nicht so. Ach, das ist Schlafen. Komm, dann füllen wir den letzten Balken auch noch auf und dann können wir irgendwas anderes zusammen machen. Zum Beispiel einkaufen gehen oder die Minispiele bestreiten. Aber ihr müsst doch mindestens ein Laufrad haben, da passiert bestimmt noch was. Das ist nicht euer Ernst, ne? Da kann man bestimmt auch was viel Besseres kaufen. Ich sag's nur für die Leute, ne? Die vielleicht, ne, nicht so viel von Hamster wissen und so. Du brauchst eigentlich ein viel größeres Rad. Das ist, was es zum Billigkäfig dazu gibt und wo die Rückenprobleme bekommen. Beziehungsweise dann gar nicht erst im Rädchen laufen. Das sind alles so Fehler, die hatte ich selbst in der Kindheit gemacht, weil ich als 10-Jähriger nicht besser wusste. Oh, guck mal, hier ist ein Geschenk. Gibt's auch ein Loot-System oder so? Aha, Sonnenblumenkerne. Was ist das andere? Gibt's doch irgendwie so Lootboxen? Ich weiß ja nicht so recht. Gut, dann gehen wir jetzt mal Kleidung kaufen. Der Spiegel ist auch ziemlich trashy. Man kann nicht mal durchgucken, man kann nicht mal was sehen. Hüte! Sie haben das DLC nicht. Ja, ich möchte es kaufen. Nee, doch nicht. Kostet nämlich 3,99. Aha, das Spiel ist kostenlos. Das Spiel ist kostenlos, aber das DLC kostet jetzt 3,99. Also 0,99 wäre ein guter Anfang gewesen, so. Das sind nur die Hüte. Da gibt es auch 4 Seiten. Ihr seid so verrückt, ne? Ich habe aber nicht so viel Geld. Wie verdient man denn Geld? Ah, die Cappy ist schon nice. Der Don. Ich brauche eine entsprechende... Ist das Brokkoli? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Ich brauche eine angepasste... Alter, der Backenbart.
auch eine entsprechende Kleidung für unseren Don. Die mexikanischen Hamster. Aber hier sieht man irgendwelche komischen Diamanten. Ich weiß nicht. Die werden schwer zu bekommen sein. Ja, Augenbrauen. Nein, mach weg. Was haben wir denn noch? Brillen! Oh, stark! Stark! Überflüssig zu erwähnen, dass ihr eure Hamster nichts anziehen solltet im Real Life. Das sind so Sonnenbrillen, also solche für Solarium. Alter, da leuchtet er mit seinem Auge. Und auch Hunden und Katzen sollte man nichts anziehen. Alter, ist das... Das gibt den Style. Komm, komm, wir müssen. Warte, die Augenbrauen müssen weg. Aber die kaufe ich jetzt. Wenn ich was hab, dann das. Der Schnurrbart. Ich bin der Don. Na komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und das kann ich mir eh nicht leisten. Das ist Fellfarben. Andere Fellfarben. Streifenhörnchen. Das ist ein Meerschweinchen. Kannst deinen Hamster aussehen lassen wie ein Leopard. So sieht kein Leopard aus. Das ist eigentlich ziemlich angemessen. Boah. Was ist denn diese ganz normale Hamsterfarbe? Die da? Ah, die da mag ich. So mag ich meine Hamster am liebsten. Drei Farben. Aber meistens sind die dreifarbigen nur Weibchen. Die Männchen überleben nicht mit drei Farben. Frag nicht warum. Okay, ja gut, mehr kann ich mir jetzt eh nicht kaufen von meinen Münzen. Ich... Dekoration. Wenn ich jetzt noch Geld hätte... Ich habe 500 Sterne. Das sind verschiedene Sachen, aber ich bin total überfordert, was es hier alles gibt. Ist das kostenlos? Ach, DLC. Nee, so überzeugt habt ihr mich noch nicht für das DLC. Aber die Kiste kann ich mir einfach hinstellen. Eine Katze. Mach weg. Nein, ich will die nicht. Mach die wieder weg. Irgendwas für umsonst? Damit es nur nicht so leer aussieht? Pilz, was ist das noch? Der Geist? Sind die andere Gegenstände? Nee. Den Spiegel upgraden? Ja, kostet alles Geld, das du hier verdienen musst. Und dafür machst du die Races, oder was? Oder die ganzen Wettbewerbe. Das muss hier das ultimative Klo. Da geht man doch gerne drauf kacken. Spooky Klo. Komm, wir machen erstmal ein Race, ne? Pass auf. Spielanleitung. Klicke so schnell wie möglich. Klicke den grünen Pfeil. Finde die Karten. Klicke den schrumpfenden Kreis im grünen Feld zu stoppen. Wird schon. Spiel gegen CPU. Spiel gegen zufällige Spieler. Gibt es noch irgendjemand auf der Welt, der gerade Hamster Playground spielt? Meine Geduld ist nicht endlos. Da ist die Problematik. Selbst wenn es andere Spieler gibt, die haben keine Geduld und spielen lieber gegen die CPU. Und damit hat mich meine Geduld auch schon wieder verlassen. So. Da kommt bestimmt keiner so schnell. Quick Play. Labyrinth. Neuling. Der Don gegen Chill Bill. Ah! Alter, ich habe keine Fähigkeiten. Wie mache ich dir denn die Fähigkeiten besser? Grusel-Herausforderung. Guck, wir kriegen doch ein bisschen Halloween-DLC. Achso. Ja, okay, ja, ich check das. Also, die machen das automatisch. Ich muss nur diese Befehle. Ich muss nur quasi... drücken, wenn man es verlangt. Das finde die Karte mit den Herzen. Genau. Das ist ja Pille-Palle. Was er da im Labyrinth macht, ist random. So, jetzt mal auch Real Talk diesbezüglich. Ist auch nicht so gern gesehen. Hamster in so ein Labyrinth zu tun, wie gesagt. Das sind beliebte YouTube-Videos für kleinste Kinder. Die ich aber niemandem empfehlen möchte. Guck mal, ich lieg vorne. Das ist Ziel. Wichtig ist, einen Hamster so nicht zu quälen, ganz im Ernst. Der allergrößte Terror für Hamster sind diese Bälle, diese Hamsterbälle. Kennt ihr den Disney-Film Bold mit dem Hund? Der Hamster gesprochen von Axel Stein ist da auch
nächstes Rennen? Rennen wechseln? Weiß nicht. Ist da halt auch gequält, mehr oder weniger. Albert Whiskers. Oh. Die Bilder sind aufwendig gemacht. Das ist ein normales Labyrinth. Und so in etwa sah der Trailer aus übrigens in der Nintendo Direct damals. Man muss sich ja voll konzentrieren, was ist denn hier los? Ja, also, ich meine, Hamster können da schon Spaß dran haben. Aber absolut nicht zu empfehlen, weil du weißt es halt nicht so hundertprozentig. Und tagsüber schon mal gar nicht. Ich will jetzt nichts sagen, aber das hier sieht aus, als wäre das tagsüber. So, die Sonne scheint rein. Wenn die wirklich abends rauskommen und haben Bock, ne, dann kann das sein, dass du denen ein bisschen was zum Erkunden geben kannst. Die sollen ja auch Freilauf bekommen im besten Falle. Das wäre eigentlich das Optimalste, wenn... Achso, Smashing. Das ist eigentlich das Optimalste, dass du Hamster einfach mal auch in der Bude laufen lässt. Natürlich nur, wenn das entsprechend zubereitet ist. Da hatten wir früher auch die Thematik, da hat man einen riesen Flur gehabt und haben den da laufen lassen. In Safety. Und das war dem ja auch nur ein bisschen Freilauf. Immer nur im Käfig, gefällt denen auch nicht. Und ich erinnere mich auch, dass ich als Kind irgendwas gemacht habe in meinem Bücherregal, ne? Und habe dann die Bücher hochgemacht, dass er runterlaufen kann. Aber das ist, ich meine, es gibt bestimmt da draußen Hamster, die mehr durchmachen müssen bei Kindern, die überhaupt keine Rücksicht nehmen. Man muss halt lernen, Verantwortung zu übernehmen, ne? Gut, haben wir zwei dieser Races gesehen? Was kriege ich jetzt dafür? Hole deine Belohnung ab. Hier? Hole deine Belohnung ab. Wo war denn das? Hole deine Belohnung ab. Dekoration, Aufwertung. Da kann ich die Sachen aufwerten. Shop. Hole die Belohnung ab. Hier ist ein Questbuch. Doch, das ist hier. Ah, erhalte Belohnung. Kaufe neue Kleidung. Lese alle Tutorial-Quests ab. Bin schon dabei. Trainiere Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz, Entschlossenheit. Aber wie? Aufleveln. Da hast du ein Geschenk erhalten. Und so versuchen die einen bei diesem Spiel an der Stange zu halten. Ich sehe das. Guck, jetzt haben wir wieder Geld davon für Gegenstände. Puh. Aktive Quests. Questbuch öffnen. Ich jetzt hingehe und sage, ich möchte das hier aktivieren. Dann. Kraft. Hat das mit hier zu tun? Nee. Das ist alles Baustelle, das ist noch nicht fertig quasi. Damit kann ich auch noch nicht spielen. Mit zum Automaten. Damit eine Jukebox. Es gibt nur einen Soundtrack. Und den Halloween-Soundtrack kann ich nicht machen, weil ich noch nichts gekauft habe. Du hast wieder Hunger. Ja, gönn dir nochmal. Aber wo trainiert man? Wo macht man denn? Hier ist was. Jetzt ist er da unten. Der Don. Hier ist was. Wie geht das? Ah. Es sind diese Dinge. Versuch mal dahin zu gehen. Ich will das sehen, ob es funktioniert. Rudi. Achso, er ist schon da. Und kannst du da jetzt hin oder nicht? Ja. Nee, ganz schlecht. Also das, was... Ich mein's ernst. Wenn dieser Rücken so durchhängt... Da gibt's eine Belohnung dafür. Also schon kreativ gemacht. So wie der Rücken da durchhängt, das darf auf keinen Fall passieren. Der Rücken muss gerade bleiben, weil sonst kriegen die Schmerzen. Viel zu klein. Das sind diese übertrieben großen Räder. Die nötig wären. Was hat er da jetzt gemacht? Dagegen gestoßen oder was? Okay. Was gibt es hier zu erledigen? Zeig mir. Balancieren, oder was? Man gibt immer ein Körnchen, ein Samen zum Lohn.
Ist ein Ding. Halt so Durst. Entschuldige, das Training war bestimmt anstrengend. Und ja, jetzt trink doch. Kräftezehrend. Deswegen machst du direkt damit weiter. Sieh dir den Rücken? Das ist genau das, was nicht sein darf. Kriegt auch hier... Obwohl er isst, bekommt er hier nicht irgendwie... Die Leiste wird aufgefüllt. Geld? Ja, gut, gut, in Ordnung. Ich glaube, es ist wohl eher die Schraube. Ich hab doch gesagt, du sollst trinken gehen. Und es geht auch mit mehreren Hamstern gleichzeitig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist leer? Nee. Nee. Ja, diese Behälter, die sind praktisch. Die sind definitiv praktisch. Ja, das muss wohl, ne? Das ist auch teures Wasser. Es gibt auch Nagerwasser, aber das ist auch nicht so pralle. Ich wollte mal gucken, was du hier tust. Leitungswasser ist eigentlich schon ausreichend. Aber wenn du es einfach so in einen Behälter tust, dann wird es schnell vollgesaut. Und insofern sind diese Behälter, die so runterhängen, wie wir es gerade gesehen haben, diese Nagertränke eigentlich schon praktisch. Da habe ich noch nichts dagegen gehört. Glaube ich. So, das hast du auch gut gemacht. Das war Kraft. Auf ein Möbelstück, werte ein beliebiges Hausgerät auf. Wir müssen auf jeden Fall das aufwerten. Wie geht denn das? Mit 120 Schrauben. Muss ich das mal haben? 100, 100, 100. Ich habe 48. Ist ja nichts. Ich brauche mehr Schrauben. Das heißt, ich muss nur Sachen spielen. Jetzt machen wir Skateboard. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Humblebee, Drama Queen und Mr. Broom. Wilde Abwärtsfahrt. Da werden wir mal sehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Mario Party Minigame. Ich weiß nicht, was zu tun ist, aber du schaffst das schon, Don. Dasselbe. Das war ein bisschen... Wir haben den Rhythmus. Huch, das war aber winzig. Habt ihr das gesehen? Schaut mal das Publikum, diese Pappaufsteller. Na, sieh einer an. Vielleicht mache ich doch mal den höheren Schwierigkeitsgrad. Warte mal, wir gehen zurück. Erfahren. Wir haben schon ein Rennen gemacht. Wir sind sehr erfahren. Soll ein bisschen spannend werden gegen Chun Ham Fu, Chill Bill und Marvelous. Ja, gut. Reicht immer noch zum Sieg. Wenn man so sagen, wenn nicht mehr verlangt ist, dann, ich dachte, es hat auch zu tun mit den Fähigkeiten der Hamster selbst, also die Werte. Aber vielleicht bin ich einfach schon awesome genug und spiele es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das Einzige, was sich zu ändern scheint, ist, wie gut die Gegner sind. Und die sind wohl gut. Aber ich gewinne trotzdem. Super sauber, Zauberkraft. Okay, der Bart gefällt mir doch nicht mehr. Komm, wir kaufen was anderes. Kleidung. Kann ich ihn wieder verkaufen, um wieder Geld zu bekommen? Das ist schwierige Zeiten. Natürlich auch krass. Das Fell ist langweilig. Ja, wenn dann ein Hut.
Mach doch die Zähne weg. Was gibt's denn hier alles? Wie viel habe ich? 1000? Nee, 400. Ja, von wegen Halloween. Das steht vor der Tür. Schon cool. Was ist denn eigentlich hier los? So ein Umhang? Sieht aus wie ein Knacki. Ja, da ist die Fellfarbe auch nicht mehr so relevant, oder? Wenn du die nicht mehr siehst. Ist aber nicht so Kreatives dabei, oder? Super Hamster! Könnte ich mir in der Theorie kaufen. Aber zu teuer. Wie so ein Silvester-Dingel? Ich weiß, das gibt's nicht nur in Silvester, aber... Fresh! Fresh, mein Freund. Ja, wenn, dann behalten wir den Stil bei... Wo ist denn jetzt der Zylinder? Der ist hier versteckt. Guck mal. Wenigstens das. Guck mal, ich hole mir jetzt mir noch so einen dazu. Schlafmütze, du kommst... Ach, ich habe kein Geld mehr. Warum kosten die jetzt 200? Ja gut, weil der erste billiger. Ich dachte nur, dann könnten die zu zweit herumhamstern, aber... Ist okay. Wo sind deine Sachen hin? Hallo? Ganz genau. So, und das letzte Spiel, was es bis jetzt gibt, ist das Wettessen. Mach mal Mitte. Weil ich glaube, im Essen bin ich ganz gut. Ich betone immer wieder, Hamster sind eigentlich schlechte Esser, die sind nur schnelle. Fuck. Sind nur schnelle Hamsterer. Oh Gott, da muss man ganz genau hingucken, was zur Hölle. Ja, das erste war's, aber es war ja schon weg. Kommt es dann wieder an die Stelle? Fängt er wieder vorne an, oder? So wollte ich sagen. Was zeigt diese Zahl an, wie viel man schon gefuttert hat? Oder was? Dass der in der Mitte schon 11 hat, dem glaube ich kein Wort. War nicht richtig. Verdammte Axt. You lose. Aber ich krieg ein bisschen was. Platz 3. Nächstes Rennen. Das ist zwar kein Rennen, aber... Ah, die lassen sich's gut gehen. Je schneller man schaltet, desto besser. Ja, da eben war ja eindeutig ein Betrüger. Jetzt geht's anscheinend mit rechten Dingen zu. Jetzt finde ich's in Ordnung. Das sind noch Punktzahlen, die ich so gewohnt bin. Jetzt sind noch mal Gegner, die mir deutlich lieber sind. Was? Nur gesehen, rechts 3 Gürkchenscheiben. Und das ist natürlich auch gut für einen Hamster, ab und zu mal irgendwas wie Gurke oder so dazugeben. Nicht nur von trockenen Korn ernähren. Abwechslung ist das A und O. Wo Hamster total drauf abfahren, das sind diese Drops. Also von Vitakraft, von Drops, von den Drops. Aber die sind super ungesund. Das machen die krank und fett. Ich habe schon Hamster sterben sehen von anderen. Meine nicht, meine sind immer alt geworden. Weil du die so gut damit anlocken kannst, verfallen viele dazu oder fallen in das Muster, denen einfach immer nur Drops zu geben, um die zu locken oder so. Aber wenn die das nur essen, das ist wie, als würdest du dich Tag und Nacht nur von Schokolade ernähren. Ja, haben wir jetzt jedes Spiel gesehen, oder was? Aber Essen Meister. Ja, eben, der eine war wirklich nicht korrekt, oder? Das war doch... Das ging gar nicht so schnell, auf 11 Punkte zu kommen. Verdammt, schon wieder der Gurkentrick.
Wir liegen immer noch vorne. Das muss ich wieder aufholen. Könnt ihr auch so schnell gucken, schreibt es in die Kommentare. Muss ja, ne? Auf dem... Verdammt, da habe ich mich vertan. Wir sehen das erste nicht richtig. Ich habe deswegen das zweite angetippt, aber das zweite war auch nicht richtig. Auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hier gewinne ich. Viele tolle Preise. Na, da schau her, dann werden wir auch das, die erste Disziplin. Das Labyrinth. Auf Meister machen. Weil, warum nicht? Wir wollen uns nochmal vor Augen führen, dass das ursprünglich mal... Guck mal, Weltraum. Dass das ursprünglich mal... Da liegt noch der Cutter rum. Dass es ursprünglich mal das eigentliche Spiel war, ne? Nur das Hamster Maze. Oh, der andere ist aber sehr gut. Der ist wohl schneller, der Kollege. Das ist ja schade. Wie konnte das denn passieren? Albert Wiskers. Das ist eine Resident Evil-Anspielung, ne? Das wisst ihr schon. Also Wiskers sind die Schnurrbarthaare, aber Albert Wesker. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Kein Zufall. Also schon kreativ, wenn man sowas bastelt, ne? Aus Pappmaché, solche Hamster-Labyrinthe. Und es ist natürlich auch schwer herauszufinden, ob der Hamster gerade Bock hat auf sowas oder nicht. Das weiß man oft nicht. Tja, genau das habe ich befürchtet. Okay, Spiel hat pausiert, dass ich irgendwo raustappe. Bei so einem Minispiel. Ja, dann mache ich direkt neu, kann ich. Bin nicht so der Mausvergewaltiger. Aber es muss wohl einmal im Rennen so stattfinden. Was war das für einer? Oh, wie viele. Also fürs Spiel ist natürlich kreativ gemacht, ne? Allen Klugscheißen zum Trotz. Das Spiel hätte ja direkt gesagt, mach gefälligst, behandle deine Tiere vernünftig und nicht so wie im Spiel. Deswegen nehmen wir es hin, dass ein Spiel ist. Liegt leicht vorne der Gegner. Ah, auch nicht perfekt. Ja. Läuft er in die Sackgasse. Ich bin unehrenvoll. Ich mach direkt nochmal. Weil ich weiß, ich kann nicht mehr gewinnen. Das habe ich schon verspielt. Auf dem Niveau. Ne? Auf dem Niveau. Ich sag's euch. Bereite mich auch aufs Superklicken vor. Gegen die Drama Queen jetzt. Das war doch gut, aber er ist trotzdem schneller, der Gegner. Ich kann nee, das, da habe ich Defizite. Oder soll ich den Controller in die Hand nehmen? Geh doch mit Controller. Warte mal. Oh Gott! Was ist denn da passiert? Neuer Versuch mit Controller. Ah, oh, ich will mit dem Controller das steuern, okay. Pass auf. Wenn ich mit dem Controller Button smashen kann, sieht bestimmt besser aus. Achtung. Kanarien-Kala hat mich gelehrt. Aber trotzdem, irgendwie hat er auch weniger Hindernisse oder so. Bin ich bescheuert? Soll ich denn noch viel besser machen? Gar nichts. Da müssen die Werte des Hamsters vermutlich besser sein, weil, keine Ahnung. Sieht schon krass aus, ne, die Brille. Okay, ich gehe wieder zurück auf Maus und Tastatur. Ja, okay. Ich habe meinen Meister gefunden in dieser Disziplin. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was ausgeben. Ein Hamster jetzt nicht. Tatsächlich. Könnte ich mir jetzt leisten. Gib mal direkt so den Shop.
Ach so, es geht nur darum. Oh, was ein Käse. Das umtauschen kannst in anderen Stuff. So, immerhin gibt es die Möglichkeit. Aber das riecht mir so nach. Das riecht so nach. Wir wollen irgendwie irgendwann mal Geld von dir. So riecht das. Kann ich jetzt aufwerten? Ich jetzt auch. Ja. Ein besseres. Es ist besser, aber wie gesagt, es muss ganz groß sein. Aber es geht ja jetzt nicht darum. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Er hat nämlich angefangen, darin zu rennen. Geh mal raus. Hä? Do that note? Soll das so? Gut. Ah, sieht doch schon besser aus vom Rücken, ne? Also das... Ja, ich sag so, ich weiß es. Und die mit Strohhelmen und so. Na, immerhin habe ich das, habe ich da was getan, ne? Einen kleinen Anteil geliefert hier. Ja, also es als Fun-Let's Play zu bringen mit mehreren Parts wäre halt... Also nicht undenkbar gewesen. Ich sag's euch, wie es ist. Nicht undenkbar. Aber man muss auch sagen, ein Let's Test ist dann wohl ausreichend. Wie das eben so ist, die Let's Test-Rubrik, das sind die Spiele, die an einem Let's Play vorbeigeschrammt sind. Ich habe ja auch, jetzt vergleich das mal bitte mit den DS-Spielen. Hätte schon viel früher drüber reden sollen. Es gab auf dem DS Pets Hamsterfreunde und wie das alles hieß. Ich habe sogar, es ist glaube ich das einzige Let's Test, in dem ich zwei Spiele gleichzeitig zeige. Oder nacheinander halt. Pets, Hamsterfreunde und wie das andere nochmal hieß. Also quasi so eine billige Version von Nintendogs und Nintendogs oder Nintendogs und Cats gab es dann mit Hamstern für 5 Euro oder so. Und das war ja nichts, ne? Da wäre ja nichts, das wäre schlimm. Das war ja zum Beschämen, wie dämlich diese Spiele waren. Dagegen ist das gratis zu bekommende Hamster Playground, würde ich sagen, Gold. Nein, ich bekomme kein Geld für diese Aussagen. Es ist keine Produktplacement, keine bezahlte und die Entwickler haben auch nichts mit mir am Hut. Soll das so, dass es immer rennt? Ich dachte, das wäre ein Fehler gewesen, weil ich... Gut, ich habe ja nichts mehr zum Aufwerten. Dekoration. Guck mal, man kann andere... Ach nee, Poster kann man hinmachen. Ich habe auch echt viel Zeug. Ich muss gestehen, ne? Ich muss, wie kann man denn die Tapete ändern? Besser. Aber das ist doch ein Bad, oder? Das ist auf jeden Fall wert. Wohl die Tapete zu ändern ist ja wohl elementar. Machen wir hier so blau. Weil es sah eben cleaner und fresher aus. Dass es nicht so kaputt aussieht. Ein bisschen mehr Stil sollte es dann schon haben. Machen wir erstmal nur das. Ist gebongt. Kannst du kaufen. Auch die Tapete. Sind das großartig andere? Ja, es gibt viele. Also das ist die Küche. Na, Hallöchen, die Donuts. Aber wie komme ich denn an diese pinken Diamanten? Die kosten Geld dann. Das ist ein Minuspunkt für mich. Mach doch nicht sowas. Mein's ernst. Ihr seht ja, dass ich 10 Minuten vorher gespielt habe. Mach doch nicht sowas. Die pinken Diamanten kann ich mir also von der Backe schmieren. Okay. Aber immerhin, es gibt ja immer noch genug Stoff. Wenn es jetzt fast nur mit diesen pinken Diamanten wäre, dann wäre es natürlich scheiße. Aber so sage ich mal nichts. Ja, mach das ein bisschen blau, dann machst du das ein bisschen gelb. Meine Küche hatte früher auch einen kleinen Gelbton. Fragt nicht. Und das Spielzimmer, ja, ist jetzt alles nichts Besonderes, ne? Nehmen wir das. Besser als wie vorher. Also das vorher, der Müll war ja wohl, ne? Also das ist ja keine Tapete, das ist ja ein Zustand. Das ist ja eine Krankheit. So, Sportzimmer. Kann man vielleicht doch ein Let's Play draus. 100, aber ich habe genug von diesen Sternen.
Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Hier oben kann man Sachen hinmachen? Das sind nur Bilder und so. Was ist das? Ah, da kann man... Das sind so Special-Räume dann. Hab ich halt nicht. Okay. Die Kletterwände kann ich auch verbessern. Ja, das ist jetzt nicht so notwendig, finde ich. Was kommt denn hier überall auf den Boden? Wippen. Kann man natürlich tun. Teppich. In der Theorie. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man sich umgucken kann. Aber dass sie jetzt so in-game Geld wollen, das ist natürlich mies. Haben sie es aus Early Access kostenlos angeboten? Ich hätte auch nichts dagegen, wisst ihr, 5 oder 10 Euro dafür zu bezahlen, aber dann bekomme ich alles ohne, wie heißt es, Mikrotransaktion. Das wäre, da bin ich, so bin ich halt. Guck mal, die Rakete kommt mir irgendwie bekannt vor. Zufall? Vielleicht. Kann er damit was machen? Also ein Spaten Quietsche-Entchen, jo. Warum ist jetzt nicht mehr da? So. Astronaut, warum? Gut, viel davon ist Quatsch. Viel davon ist Quatsch. Cookies. Tun wir die Cookies hier hin. Feuerlöscher. Kann er mit dem was machen? Will ich jetzt haben. Sind sie fast aufgebraucht, meine Punkte. Hat ein Skateboard. Vielleicht kann er damit was machen, ich weiß es nicht. Komm mal her, wo bist du eigentlich? Du hast Hunger, ne? Gut, darfst du nochmal ganz kurz was zum Beißen holen und dann machen wir nochmal eine Runde. Und das wird leer. Und das kostet dann wieder Geld. Lol. Was soll ich diesen? Du sollst da mit der Zunge ein bisschen dran dippen. Ich hab sowas noch nie gemacht, sagte sie. Was? Okay, ich glaube, das sind nur Dekorationsgegenstände. Der kann mit Skateboard und Feuerlöscher nichts tun. Also Skateboard hätte ich mir vorstellen können, weil es gibt ja das Skateboard-Minispiel. Was? Komm, wir holen noch einen. Sieht ein bisschen aus wie Pizza. Pizza war ja schwarz, weiß und braun und wurde immer heller im Laufe der Jahre. Anfangs war die richtig dunkel. Habe ich 2013 geholt, den Hamster. Gab es auf dem Real-Life-Kanal ein paar Videos. Nenne ich dich jetzt auch so. Ja, da haben die Leute mich natürlich auch zu Recht kritisiert. Da gab es das kleine Video, wo die ein paar Sekunden im Waschbecken waren. Ne? Im Waschbecken kam nicht raus, fand die ein bisschen witzig. Hat die jetzt nicht umgebracht, aber ich verstehe natürlich, dass Leute da meckern. Du willst pennen. Könnt ihr denn interagieren zusammen? Würde mich mal interessieren. Also Steuerung ist intuitiv, ne? Mit Maus und Tastatur. Könnt ihr nichts tun? Dabe, diebe, dabe. Ihr seid euch egal. Also ich wähle die Hamster damit aus. Nur, dass sie sich so auf die Seite legen, das machen die höchsten hier im Häuschen. Also es fehlt an Rückzugsorten, klassische Häuschen, wobei das hier ist ein klassisches Häuschen. Kann man das aufwerten? Muss, ne? Bräuchte ich noch mehr Schrauben, vielleicht kriege ich noch Belohnung. Damit ist alles abgeschlossen hier, oder? Hä? Jobs für die Haustiere. Senden sie zur Arbeit? Senden sie den Hamster zur Arbeit? Baustelle, können die da was machen? Übrigens, wenn die mich noch ein paar Mal fragen, ob ich das Halloween-Ding kaufen möchte.
Okay, ich habe die ganzen Tutorial-Sachen abgeschlossen. Gibt es denn noch mehr Quests? Sieht ja nicht so aus. Guck mal hier, Level 7. Gut, jetzt haben wir in etwa ein Bild davon, was hier los ist und verlangt ist. Vielleicht kommt sie noch raus für Nintendo, Xbox, PlayStation und so weiter. Aber die müssen wohl erstmal weiter dran arbeiten. Es hat Potenzial, aber wie gesagt, ich würde bevorzugen, dass man Geld bezahlt und dann hat man alles. Weil das hier, das ist. Naja, man kann auch auf die pinken Diamanten verzichten. Ich glaube, wenn man. Aber ich leider finde ich, ne, du hast keinen Bock, die ganze Zeit diese Spiele zu spielen, zu suchten, zu übertreiben. Ach so, für 15? Was für 15? Was sind das hier? Irgendwann kann man noch einen Hamster freispielen. Also noch einen haben, wenn man möchte. Wie sehen denn die anderen Sachen aus? Man sieht's noch nicht, ne? Aber bei dem Klo konnte man es doch schon angucken. Moment, lass mich raus! Der Spiegel sieht halt auch aus wie Müll, ne? Das ist. Kann man nicht aufwerten. Ist noch nicht fertig. Ich finde es ein bisschen ulkig, wie gesagt, um das Video jetzt abzuschließen. Ich habe es mal gezeigt. Und vielleicht hat irgendjemand Bock. Kostenlos ist ja immerhin ein guter Preis. Für so ein paar Späßchen. Und dann danke, dass ihr dabei wart bei Let's Test Hamster Playground. Das Spiel, das in der Nintendo Direct als Hamster Maze gezeigt wurde, aber irgendwie dann gelöscht wurde, weil es jetzt der Playground ist. Und wer weiß, wenn die Vollversion fertig ist und gut, könnte man eventuell nochmal einen Blick riskieren. Wie, du willst dich waschen? Ja, dann geh doch. Könnt ihr es nicht alleine eigentlich? Eine Mischung aus Tamagotchi und Sims. Nur mit ulkigen Hamster. Also ein Duschschwamm, ne? Ich hatte schon Diskussionen, ob Leute Duschschwämme benutzen. Er singt dabei. So Duschschwämme, da sammeln sich Bakterien und so weiter. Mach das nicht. Ja, wie machst du es denn dann? Ja, du nimmst halt dein Duschgel in die Hand, reibst es in den Händen und wäschst dich dann am Körper. Was wollt ihr? Also Leute, die drauf bestehen, einen Duschschwamm zu haben, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, du verschwendest ja Duschgel und so weiter, wenn du, ja, damit halt den Schwamm ertränken musst. Aber jedem das seine. Bevor wir da diskutieren in den Kommentaren, danke. Und ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Und damit hypnotisieren. Kauft euch Hamster Playground und alle pinken Diamanten für. Das würde sich niemals lohnen, macht es nicht. Bis dann und ciao.